Continuiamo adesso la preghiera in ringraziamento di Gesù. Setzen wir nun das Gebet fort in der Haltung des Dankes an Jesus. Attendendo l'apparizione straordinaria della Madre di Dio. Und warten wir auf die angekündigte Erscheinung der Gottesmutter. Perché Madonna quest'oggi apparirà. Denn die Madonna wird, auch sie wird heute noch erscheinen. Promesso di venire in mezzo a noi. Es ist ein Versprechen, dass sie mitten unter uns kommt. Per salvare il piccolo gregge. Die kleine Herde zu retten. Perché solo un piccolo gregge sta seguendo veramente la via di Gesù. Denn es ist nur eine kleine Herde, die dem Weg Jesu folgt. La maggior parte vive un Vangelo falso. Der Großteil lebt ein falsches Evangelium. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Die Jungfrau Maria war vor einigen Momenten mitten unter uns. Siete davvero graziati, miracolati, ad aver assistito alla sua apparizione straordinaria. Ihr seid wirklich sehr begnadet durch diese außerordentliche Erscheinung. Molte persone. Viele Menschen vorrebbero assistere personalmente all'apparizione della Madonna. Möchten persönlich bei einer Erscheinung der Madonna dabei sein. Ma
non hanno questa grazia. Aber sie haben diese Gnade nicht. Voi invece siete graziati dallo Spirito Santo. Ihr aber seid begnadet vom Heiligen Geist. Perché è lo Spirito Santo che vi ha condotti quest'oggi ad ascoltare la parola della sua santa sposa. Denn es ist der Heilige Geist, der euch heute hierher geführt hat. State ricevendo tanti doni dal cielo. Ihr seid dabei, viele Gnaden des Himmels zu erhalten. Sta a voi accoglierli o meno. Es ist an euch, sie anzunehmen. Mi auguro personalmente. Ich wünsche mir persönlich, che possiate accogliere questi doni soprannaturali. Dass ihr diese übernatürlichen Geschenke annehmen könnt. Credendo fermamente che la Madonna appare. Und fest glaubt, dass die Madonna erscheint. Le apparizioni della Madonna, die Erscheinungen der Madonna, ci dicono che Dio esiste, sagen uns, dass Gott existiert, che la Chiesa Cattolica è la vera Chiesa, dass die katholische Kirche die wahre Kirche ist, che non ha niente a che vedere con falsa Chiesa, und dass es che non non ha niente sì. In comune con falsa Chiesa. Die, und dass diese wahre Kirche mit der falschen Kirche nichts fondata gemeint da, hat, fondata dalla Massoneria. Dass sie nichts gemeinsam hat mit molto, dieser falschen von der Freimaurerei gegründeten falschen Kirche. Diese falsche Kirche ist sehr gefährlich. Da non sottovalutare. Und man darf sie nicht unterschätzen. La Vergine Maria. Die Jungfrau Maria appare dopo un'esplosione di luce. Erscheint nach einer Lichtexplosion. Con una tunica, una veste bianca. Mit einem weißen Kleid oder Umhängmantel. E un manto blu. Einen, un manto blu, di color blu. Mantel, blu, un blauen blu, mantel, blu, blu, blu. Con tante stelle. Mit vielen Sternen auf ihm. Non aveva velo in testa. Und sie hatte keinen Schleier auf dem Kopf. Ma aveva una corona d'oro come regina. Sondern sie hatte eine goldene Krone wie eine Königin. Molto, molto radiosa. Sehr, sehr strahlend. Molto, molto luminosa. Sehr, sehr leuchtend. Con un viso pieno di gioia. Mit einem Angesicht voller Freude. La Madonna circa 16 anni. Sie erscheint als eine circa 16-jährige Madonna. Dopo aver fatto il segno della croce. Nachdem sie das Kreuzzeichen gemacht hat. E dopo aver fatto un inchino in onore a Gesù crocifisso. Und nachdem sie eine Neigung hingemacht hat zum gekreuzigten Jesus, al quale la Madonna ci invita ad affidarci, lädt sie uns ein, uns anzuvertrauen, ha detto, und sie hat uns gesagt, sia lodato Gesù Cristo, gelobt sei Jesus Christus, dann sagt sie uns, qui. Ich bin hier, sono io. Ich bin es, la madre del Verbo divino, die Mutter des göttlichen Wortes, madre vostra cara, eure liebe Mutter, amorevole, eure liebenswerte Mutter, ricca di pietà per chi la invoca, und reich, ricca di pietà per chi la prega, reich an Erbarmen für jene, die mich anrufen, madre dell'umanità dispersa. Menschheit, Mutter der verlorenen Menschheit. Accogliete la mia pace. Empfangt meinen Frieden. Per vivere sempre in Dio amore. Um immer im Gott der Liebe zu leben. Cari figli. Liebe Kinder. Vengo a voi quest'oggi. Ich komme heute zu euch. Per richiamarvi. Um euch zurückzurufen,
a vivere il Santo Vangelo, das heilige Evangelium zu leben, ad adorare la Santissima Eucaristia, die heilige, heiligste Eucharistie anzubeten, e a praticare, und um zu praktizieren, la devozione, die Verehrung, ai sacri cuori, der heiligen Herzen, uniti, der vereinten heiligen Herzen Jesu und Mariens. Molti demoni, viele Dämonen, sono usciti dall'inferno, sind aus der Hölle hervorgekommen, e tormentano le anime, und quälen die Seelen, che si sono consegnate al male. Sie sind, diese Dämonen sind aus der Hölle hervorgekommen durch mittels ihrer Diener, die sich dem Bösen geweiht haben. Per loro eterna rovina. Zu ihrer ewigen Zerstörung. La Madonna ha benedetto tutti quanti noi. Die Madonna hat uns alle gesegnet. Col segno della croce. Mit dem Kreuzzeichen. E poi è scomparsa nella luce paradisiaca. Und dann entschwand sie im paradiesischen Licht. Per me è sempre la prima volta quando vedo Madonna. Für mich ist es immer so, wie wenn ich das erste Mal die Madonna sehe. Non ci si abitua mai a vedere la Madre di Dio. Man gewöhnt, es wird wie eine Gewohnheit, die Madonna, Mutter Gottes, zu sehen. È un evento straordinario. Es ist ein außergewöhnlicher Moment. Che non ha spiegazioni umane, spiegazioni logiche. Der, den man nicht auf menschliche Weise erklären kann und nicht auf logische Weise erklären kann. Perché è un evento soprannaturale, divino, mistico. Denn es ist ein übernatürlicher Moment, ein göttlicher Moment, ein mystischer Moment. L'apparizione della Madre di Dio a Brindisi. Die Erscheinung der Mutter Gottes in Brindisi. È l'ultimo appello di Dio Padre alle nazioni. Sie ist der letzte Aufruf des ewigen Vaters an die Nationen. Alle Nazioni senza Dio. An die Nationen, die ohne Gott sind. Senza fede. Ohne Glauben. Alle Nazioni che non vogliono più seguire il Vangelo di Gesù. An die Nationen, die dem Evangelium Jesu nicht mehr folgen wollen. E la Vergine Maria. Und die Jungfrau Maria, la più grande evangelizzatrice dei nostri tempi, die größte Evangelistin unserer Zeit, sta portando avanti una grande opera di salvezza, bringt ein großes Rettungswerk voran. Maria giunge sulla terra per condurre il gregge al buon pastore. Maria ist auf die Erde gekommen, um die kleine Herde zum guten Hirten zu führen. La missione di Maria non è terminata. Die Sendung Mariens ist nicht beendet. La tentazione di Satana è sempre quella. Die Versuchung Satans ist immer mangiate, mangiate questo frutto. Esst diese Frucht. Stiamo assistendo a cosa? Stiamo assistendo alla decadenza della Chiesa, dell'umanità stessa. Und so wirken wir mit an der, am Verfall der Menschheit und auch der Kirche. Perché un'umanità senza Dio non è più umanità vera. Denn eine Menschheit ohne Gott ist nicht mehr die wahre Menschheit. Quando un'anima è giù, resti giù. Wenn eine Seele unten ist, dann bleibt sie unten. Perché io non posso salvare quell'anima. Denn ich kann diese Seele nicht retten. Non posso risollevarla. Ich kann sie nicht heraufheben. Se quell'anima non sceglie Dio. Wenn diese Seele sich nicht für Gott entscheidet. Posso indirizzarla a Dio. Ich kann ihr den Weg zu Gott weisen. Posso mostrargli la via di Gesù. Ich kann ihr den Weg zu Jesus zeigen. Ma se quest'anima sta male e non vuole scegliere Gesù. Aber wenn diese Seele schlecht bleibt und wenn sie Jesus nicht, sich nicht für Jesus entscheiden non möchte, è colpa mia. Dann ist es nicht meine Schuld. Non è colpa tua.
Und dann ist es nicht deine Schuld. È colpa sua. Sondern das ist, ihre Schuld. Dieses, die Schuld dieser Seele. Un'anima che non è Dio è morta. Eine Seele ohne Gott ist gestorben. È morta. Sie ist gestorben. Davvero.